Nimm mal dein Silberschwert. Ja, ich weiß. Pferd herbeirufen mit zweimal Mitte klicken. Oh, waren die doch Level 4? Weg, weg, weg! Was auch echt ein bisschen doof ist, dass auf RT einmal Quest wechseln ist. Scheiße, was ist jetzt da explodiert? Das sind Pulverfässer da an der Seite. Hör, sind das zwei, die in einem stehen? Boah, hier muss ich aber sagen, das ist schon ein bisschen kacke, ne? Boah! Komm her, Ertrunkener. Verdammt. Wick. Kovarische Klinge. Schnur. Wolfsleber. Schema. Bring Schemas zu Handwerker mit der entsprechenden Fähigkeit, damit sie den Gegenstand für dich herstellen. So, Jägerstiefel, dorisches Schwert, herausgerissene Seite, Ikime Absund. So, das macht mich besser. Das ist aber nur mein normales Stahlschwert. Rüstung plus 5. So, haben wir schon verbesserte Stiefelchen gefunden. Ja, wer jetzt mich noch nicht so genau kennt, ich bin schon jemand, der sehr gerne auch viele Sachen sich anguckt, beziehungsweise... immer schön auch mal diese Sidequest-Sachen mal sucht. Weg, weg, weg. Nein, 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 nein. Boah. Komm her. Fällig bist du. Na? Guck mal, da unten ist auch noch was versteckt. Ein bisschen Rehhaut.
Dann noch ein paar Ohren. Aha, da oben ist wieder ein Versteck. Oder beziehungsweise noch nicht entdeckter Ort oder was auch immer. Na, das wird bestimmt ein Monsterhort sein da oben. Kann ich ja noch nicht zerstören. Ich habe ja noch nicht die richtigen Bomben dafür. Ach, das sind Deserteure. Ja, mit Feuer scheinen die Wölfe ihre Probleme zu haben. Deserteur erreicht nur über die Brücke da hinten, oder? Einfach mal runterschlittern. Genau, müssen wir ganz außen rum. Na, habt ihr hier irgendwas versteckt? Sieht da gut aus. Weg, weg, weg. Rüber, rüber, rüber. Das Schwein ist noch gut, mein Freund. Oh, eine Kiste. Hatten hier mittags nicht noch lauter Leute geheult? Ach, da sind die heulenden Leute jetzt. Und du? Könntest du uns vom Bösen erlösen? Hallo Mädchen. Mach dir keine Sorge. Ich raub euch nur aus. Während ihr natürlich die ganze Zeit hier bedauert, dass der Tod euch erwischt hat. Beziehungsweise das Pech oder sonstige Götter, die gegen euch waren. Fass mich nicht an! Gibt's Neuigkeiten auf Alles Mysima? Alles gut. Mögen die Götter dich schützen. Im Optimalfall. So. Machen wir mal mein Pferdchen. Wo bist du? Oh Mann, ey. Los, lauf! Nein, du sollst nicht laufen. Du sollst hier an dem Schnellreiseding einfach hingehen.
Dann gehen wir jetzt wirklich zu der Kräuterhexe. Wir nehmen einfach das, was wir gerade ausgewählt haben. Plus wir wechseln es einmal. Ach, Moment. Hallo Kaufmann. Quatsch mal eben mit mir. Lass mich einen Blick auf dein... Weil wir wollen mal eben was kurz schauen. Zum einen können wir die beiden Sachen verkaufen bei dir. Wolfsleber, Wirkungsdauer, das alles ist hier erstmal interessant rechts. Hasenfell, Baumwolle, Alraunlikör. Regeneriert Vitalität. Wasserflaschen. Die nehmen wir noch mit. Alkohest. Alkohest. Wird für alchemistische Zutaten benötigt. Kann ich doch verkaufen. Wenn ich das mich richtig sehe, ist das doch alles hier Plunder. Entweder hole ich Ressourcen daraus, oder ich verscherbe den Kram. Natürlich will nicht jeder alles haben, was ich so rumschleppe. Pass auf dich. Aber er nimmt jedenfalls den Blödsinn schon mal an. Komm, auf durchs Dorf. Die Anschlagstafel jetzt hier neu voll? Unglaublich. Die neue Ordnung. Kommandant Peter Saw. Gesetzgebung sprechen zu hören. Gute Leute, lebt nicht länger in dem Land der Barbaren, wo jeder tun und lassen kann, was er will. Nicht verstanden, was ich gerade gelesen habe. Kein Wunder, es ist Nilfgaardisch. Und diese Sprache spricht bald die halbe Welt. Gleich lernen anfangen. Kann mir jemand seinen Flug leihen? Anwerbung entgehen dem Tod den Eindringlingen. Einfach alles wegnehmen. Heya! So, hier ist... Plötze, ganz entspannt. Hier wird jetzt der Jäger sein, der die Leichen gefunden hat. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Der wird bestimmt gerade schon von irgendwas angegriffen. Wenn ich den finde. Ah, nee, doch nicht. Bist du Mislav? Psst. Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Ich kann auch die Stahlklinge nehmen. Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Er Nein, fliegt höchstens. Aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr.
Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert, nur Fell und Knochen, dazu räudig. Aber sie sterben einfach nicht. Weil sie schlau sind. Schlauer als Füchse. Und Menschen leidenschaftlich hassen. Zu spät. Noch ein Angriff. Geh weg. Komm her, du Hund. Boah, die sehen aber nicht gesund aus. Die sehen so ein bisschen aus wie die Hunde von Resident Evil. Dem fehlt ein Arm, Junge. Ah ne, stimmt. Doch. Guck mal, der Arm wurde abgekaut. Mislav. Lass den doch einfach liegen. Oder willst du dir an der Leiche vergehen? Soll ich mich umdrehen? Ich drehe mich um. Ich sehe nicht, was du machst. Na komm. Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Musst du ja auch nicht. Also, kannst du mir zeigen, wo du die Nilfgaarder gefunden hast? Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Natürlich. Allgemein. Tagsüber regeneriert Vitalität zusätzlich 10 Punkte pro Sekunde, wenn du dich nicht im Kampf befindest. Nachts regeneriert Ausdauer während eines Kampfes zusätzlich 1 Punkt pro Sekunde. Erhöht die maximale Vitalität um 500. Mhm. Aber so ein Blödsinn, da kann ich natürlich keine Punkte einsetzen. Ach so, weil ich nur im roten Bereich Punkte habe. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe da einen verfügbaren Punkt. Ja, möchte ich. Mislav, zeige mir, was abgeht. Du wirst ja eh gleich getötet. Auch wenn du einen Namen hast, bist du nichts Besonderes. Ah, da ist Blut. Dann wird das hier gewesen sein, oder? Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Nichts zu trauern. Sie waren Nilfgaarder. Sie waren Jungs wie die unseren. Nur in schwarzer Rüstung. Jetzt Weidmanns Heil.
wirklich Weidmanns Heil? Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Ein Lager? Irgendwo da hinten scheint, scheint es Wölfe zu geben. Aber irgendwo hier muss doch noch was versteckt sein. Moment mal, hier sind noch Diese Splitter. Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Der Wind heult. Entweder da unten ist was drin. Wäre wahrscheinlich auf der anderen Seite sein von der Brücke. Und da sind die ersten. Hunde oder was auch immer. Greift er mich gerade an? Kommt da raus, wenn ihr euch traut. Aber ihr macht mich wahnsinnig gerade ein bisschen, ne? Hat ja gut geklappt mit dem Festhalten an dem Vorsprung auf der anderen Seite. Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Knochen, Pferd, Hund, Mensch. Einige Monatsvorräte. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell. 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind.
Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern.